Wo bin ich denn? Freunde! Wo bin ich? Hä? Was ist denn mit mir los? Und warte mal, heute ist doch Silvester, oder nicht? Oh mein Gott, ich bin noch eingeladen zur Silvesterparty. Und was mache ich hier, Freunde? Los, ich muss hier sofort raus. Nicht da, ich bin da, Poppy Playtime. Warte mal, was machst du denn hier? Wer bist du? Ich bin es, Poppy Playtime. Kennst du mich einfach nicht? Wir sind doch mit sowas wie die besten Freunde. Nein, nein, du machst mir Angst. Ich will doch nur, dass du mein Freund bist. Oh mein Gott, Freunde, was passiert hier? Wir werden gerade eingesperrt von Poppy Playtime. Und erstmal, hey Freunde, na, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben da. Würde mich super und tolle freuen, Freunde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und was willst du von uns, Poppy Playtime? Nichts. Ich möchte einfach nur, dass du über Silvester nicht zu der Party von meinem besten Freund Sandy gehen kannst. Warte mal, das ist doch mein bester Freund. Nicht da. Ich wünsche dir viel Spaß hier in dem Loch. Warte mal, was meinst du? Was meinst du damit? Nein, lass mich raus, lass mich raus. Nein, Poppy Playtime hat mich wirklich eingesperrt und ich bin heute eingeladen bei Sandy. Wie kann das sein, dass so ein Monster uns einsperrt, Freunde? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich muss irgendwas tun, aber wie komme ich hier bitte zum Teufel raus? Ich werde hier wahrscheinlich für immer eingesperrt sein. Nein, ich habe nicht mal mehr mein Handy mit, ich habe gar nichts mit und bin hier nur mit einem blöden Laptop, mit einer Lampe. Ja, toll, hier habe ich noch ein paar Gemälde anscheinend, eine Kamera, womit ich wahrscheinlich überwacht werde und sonst ist hier nichts Großartiges. Vielleicht seht ihr irgendwie was, was mir weiterhelfen könnte, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Oh Mann, ihr müsst mir unbedingt helfen, Freunde. Lasst jetzt alle einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt, dass wir es noch schaffen zu der Silvesterparty vor meinem besten Freund Santi. Und zugebaut, ja. Ihr wundert euch, was ich hier mache. Ja, ich gehe heute zu der Silvesterparty von meinem besten Freund Santex. Oh ja. Und ich habe mich auch vorbereitet. Hey, Wachen, ihr werdet schön Vitamine bewachen, ja? Ja, Boss, wir werden Vitamine beobachten. Super, so wünsche ich mir das. Und dann werde ich jetzt direkt mal zu meinem besten Freund Sandex gehen. Ich bin sowas von aufgeregt, wie wir heute zusammen feiern werden. Oh mein Gott, Freunde, ich habe immer noch diese blöde, hässliche Puppe da draußen gehört. Huggy Wuggy, ich weiß, dass du da draußen bist. Aber die will anscheinend uns irgendwas versäumen. Aber egal, Freunde, wir werden es irgendwie hier gemeinsam rausschaffen. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber ich habe gesehen, wir haben hier so eine komischen Gemälde. Und wir könnten ja eigentlich uns diese Diamantblock, also wir können den Diamantblock, den Eisenblock, Goldblock oder diesen Stein dort rausnehmen. Aber das bringt uns nicht viel. Ich meine, wir haben dann einen Block. Guckt euch das mal an. Ja, mit dem Block können wir jetzt großartig nicht viel. Vielleicht wisst ihr, was wir damit machen können. Oder seht ihr noch irgendwas anderes, was wir machen können? Ich meine, wir haben eine Werkbank. Stimmt, damit können wir Diamanten machen. Oh mein Gott, ja, jetzt könnten wir uns Rüstung machen. Warte mal, bringt uns das was? Ja, eine Goldrüstung. Wow. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so clever. Aber oh mein Gott, warte mal. Wir können uns doch aus diesem Holz, können wir uns doch easy was craften. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Oh Mann, ich bin so ein Schussel. So, theoretisch können wir uns jetzt Stöcke machen. Und dann können wir uns hier eine Spitzhacke bauen und hier noch ein Schwert oder sowas, falls irgendjemand was von uns möchte. Denn ich weiß nicht, was hier vor dieser Tür ist. Oh mein Gott, ich bin sowas von aufgeregt. Okay, lasst uns schnell abhauen, Freunde. Lasst jetzt alle noch schnell einen Daumen nach oben da, weil heute Neujahr ist. Also heute ist der letzte Tag im Jahr. Also schnell noch alle einen Kommentar schreiben. So, und wir gehen jetzt hier raus. Ich muss mal auf Toilette. Mach das. Warte mal, warte. Oh mein Gott, warte mal, was? Ey, das ist unsere Chance. Das sind die Armee von... Oh mein Gott, Squid Game. Warte mal, bewachen die uns? Aber egal, komm, let's go, wir greifen ihn an. Ersten besiegt und... Warte mal, was macht der da? Das tut so gut. Warte mal, der ist am Pinkeln, Alter. Let's go, den besiegen wir auch noch. So, und...
Gut, Freunde, oh mein Gott, warte mal, wir sind hier rausgebrochen, wir haben es geschafft, wir sind rausgekommen. Jetzt nichts wie schnell in die Stadt wieder und Huggy Wuggy stoppen, bevor er Sandy erreichen wird. Oh Mann, das möchte ich absolut ganz und gar nicht. Let's go, Freunde, wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Ich glaube, ja, in die Richtung geht zu der Stadt. Ich bin gleich da, mein bester Freund. Warte mal, was? Oh mein Gott, das ist Huggy Wuggy. Oh Gott. Ich weiß, dort hinten ist die Stadt Sandy. Ich komme. Oh mein Gott, nein, das ist Huggy Wuggy, Freunde. Wir müssen Huggy Wuggy töten, bevor er irgendwas Sandy antut. Oh mein Gott, das steht ja. Warte mal, wir können näher rangehen und ein bisschen sneaken, aber er darf uns nicht sehen. Oh, Sandtex, dort ist ein Monster. Ich hab dich so vermisst. Warte mal, ist hinter mir jemand? Hallo, ist da jemand? Oh mein Gott, Freunde, ganz leise sein. Der darf uns nicht sehen. Naja, egal. Rennen wir mal weiter zu Sandy. Wir laufen mal langsam hinterher und ich habe auch noch mein Diamantschwert. Damit werde ich ihn gleich angreifen. Und was macht der da zum Teufel? Das ist sein Haus. Ich komme. Oh nein, warte mal. Er will jetzt wirklich nicht bei Sandy klingeln. Was macht der dort? Oh mein Gott, Alter. Er klingelt bei Sandy. Oh mein Gott, komm, wir haben eine Chance. Let's go. Wir greifen jetzt einfach Huggy Wuggy an. Let's go. Und oh mein Gott, wie viel Leben hat der, Freunde? Aber trotzdem, wir greifen ihn weiter an und wir haben ihn tatsächlich besiegt. Oh mein Gott, wie knapp war das denn, Freunde? Yeah! Vitamine, was machst du mit einem Schwert vor meinem Haus? Nichts, das ist Sandy, da, oh mein Gott, Alter, ich hab mich übel gefreut mit dem Schwert vor seinem Haus. Ja, Sandy, das kann ich dir auf jeden Fall ein anderes Mal erklären, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht der beste Zeitpunkt, dir das jetzt zu erklären. Ach, egal, Vitamine, los, beeil dich, wo ist denn deine Familie? In 5 Minuten beginnt das Feuerwerk. Oh ja, ich werde mich beeilen. Bis gleich, Sandy. Oh mein Gott, Freunde, ihr habt es gehört. Sofort fängt gleich das Feuerwerk an. Das heißt, wir müssen uns beeilen und meine Familie noch holen. Und oh mein Gott, da seid ihr ja. Wo warst du denn, Vitamine? Ich und der Kleine haben lange gewartet auf dich. Ja, Papa, wir verpassen noch das Feuerwerk. Sandy, du wartest sicherlich schon auf uns. Ja, mich haben böse Monster festgehalten. Das war ganz und gar nicht gut. Aber kommt mit, los. Ich weiß ganz genau, wo das Feuerwerk stattfindet. Denn es ist nämlich in Sandys Garten, Freunde. Und wir werden jetzt zusammen in Sandys Garten gehen und sein Feuerwerk bestaunen. Oh mein Gott, ich bin sowas von aufgeregt. Wo ist die Sandex-Familie? Die ist doch hier gleich direkt irgendwo. Da ist sie ja schon. Hey, Vitamine. Dieses Jahr hättest du ruhig mal pünktlich sein können. Ja, Sentine, es tut mir leid. Aber trotzdem, wir haben es tatsächlich noch rechtzeitig geschafft. Wo warst du denn, Onkel Vitamine? Ja, ich habe gerade noch Huggy Wuggy, das Monster, getroffen. Huggy Wuggy, das Monster? Alter, wie cool, ich will das auch sehen. Wieso hast du es nicht mitgebracht? Also, Sent, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Monster sind gefährlich. Ich glaube, ich hätte das nicht mitbringen sollen. Monster sind gefährlich? Ist ja auch ganz egal. Schaut mal, das Feuerwerk geht los. Oh mein Gott, ja! Schaut euch das mal an. Tatsächlich geht das Feuerwerk in der Stadt los, Freunde. Oh mein Gott, ich wünsche euch alle ein frohes, neues und gesundes Jahr vor allen Dingen. Ich hoffe, euer Jahr wird auf jeden Fall besser als dieses Jahr, wenn es nicht schon super duper cool war. Ich möchte euch nur das Beste wünschen. Und guckt euch dieses coole Feuerwerk an. Oh mein Gott, das ist wirklich mega, mega schön. Und auch die ganze Familie und Sandys Familie ist hier. Das ist super. Und ich bin einfach wirklich nur noch mega, mega froh, das ganze Jahr mit euch Spaß gehabt zu haben. Oh mein Gott. Frohes, gesundes, neues Jahr. Es ist so schön, das Feuerwerk am Himmel zu sehen. Schaut euch mal diese schönen Farben an. Rote, grüne Bälle, blau. Oh Mann, das sieht sowas von wirklich, wirklich schön aus. Oh Mann. Hey, hat jemand das Feuerwerk gesehen? Ja, Sandy, du solltest vielleicht mal die Augen aufmachen. Oh mein Gott, der ist so ein Noob. Aber egal, Freunde, ich liebe ihn dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, und ihr gerne nächstes Jahr mit mir gemeinsam auf die nächste Reise geht, dann lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.